Also das war auf jeden Fall so. Da kam die Frau ins Hotel. Und in dem Hotel hatten alle richtig Schulden und die hatten auch überhaupt kein Geld. Und dann kam die mit dem roten Mustang und die hat völlig wider Erwarten ein Zimmer bestellt. Und hat 100 Mark waren das damals noch dafür bezahlt. Und dann ging's los. Von dem Geld konnte die Managerin die Überstunden vom Koch bezahlen. Der Koch hat das Geld dann genommen und hat damit seine Spielschulden beim Langzeitgast beglichen. Der hatte dann jedenfalls noch Schulden bei dem Zimmermädchen und so weiter und so weiter. Und das Zimmermädchen hat dann das Darlehen, was ihr die Managerin gegeben hat, zurückbezahlt. Jedenfalls war das Geld dann wieder da, wo es vorher war. Und dann kam die wieder, weil die einen Flusen auf dem Kopfkissen gefunden hatte, war völlig hysterisch und hat ihr Geld zurückverlangt und ist wieder abgehauen. Und jetzt kommt's. Zum Schluss hatten die zwar alle immer noch kein Geld, aber die ganzen Schulden hatten sich einfach so in Luft aufgelöst.